Wort Hagios kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet heilig und ist für mich ein sehr poetischer, schöner Begriff für das, was uns Menschen eigentlich in allen Kulturen, jenseits auch von irgendwelchen Grenzen von Religion oder so, universell, allgemeingültig bewegt. Sich diesem Heiligen anzunähern, da gibt es verschiedene Wege, Meditation, die Stille, aber eben auch die Musik. Und so jemand wie Johann Sebastian Bach hat eine sehr schöne Formulierung dafür gefunden, Rekreation fürs Gemüt. Das wünscht er sich, dass seine Musik dazu beiträgt. Also die Idee für dieses Projekt ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich so den Eindruck habe, dass wir immer schnelllebiger unterwegs sind. Und so in dem Maße, wie alles immer schneller wird, wächst auch das starke Bedürfnis, einen Gegenpol zu schaffen, also in die Ruhe zu kommen, in die Zentrierung, in die Sammlung. Von der Idee her sollen diese Hagios-Gesänge auch genau das bewirken. Also durch die Arbeit und die Begegnung mit vielen Menschen in Workshops oder auch in diesen Hagios-Liederabenden sind nochmal ganz viele neue Ideen entstanden. Und in dieser neuen Hagios-CD werden die jetzt nochmal gebündelt in diesen 17 neuen Gesängen. Und diese Gesänge führen zum einen in die Stille, andere sind aber auch beschwingt und fröhlich. Bei der neuen Hagios-CD ist die Instrumentation sehr viel reicher geworden. Also ich habe jetzt geschaut, dass die Arrangements nochmal abwechslungsreicher sind. Also es gibt bei einigen Stücken Akkordeon, bei vielen Stücken spielt ein Streichquartett mit. Und das sind natürlich sehr schöne Klangfarben, die da möglich sind. Es singt wieder dieser wunderbare Hamburger Chor, Elb Canto, Schweizer Pianist, Christoph Fankhauser. Super. Hagios ist sozusagen der Versuch, das über die Musik zu ermöglichen, diese Räume zu öffnen, die man als heilig oder eben auch heilend erleben kann. Mhm.